Und weiter geht's. Und wir sind doch ein gutes Stück weitergekommen. Wir müssen jetzt das Ding noch verschieben. So viele Ranken. Oh. Au. Ah, wieder zurück. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie es geht. Erster Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit. Dankeschön. Das ist Oberon. Wahrscheinlich. Da kommen das die Zwerge. Ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Mutter Göttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne. Ja, jetzt mach das scheiß Tor auf. Ich will da durch. Aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Zweiter Akt. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund und Boden. Nein! Mano. Okay, das klappt schon mal nicht. Der Schrecken ist noch kaputt. Von vorn. Hier kann ich nicht runter. Hier kann ich was drehen. Oder? Nö, kann ich nicht. Hey! Fällt euch ein! Erster Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt. Okay, gut, das ist besser. Unwürdige Gottheit. Das ist wahr. Wow. Lass uns zur Mutter Göttin. Da ist was. Die Kussform für einen Morgenstern zu sein. Cool. Zweiter Akt. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen Gebiet. Aber wohin? Und Boden. Okay. Lauf, lauf, falsche Richtung. Okay. Auch einen von euch, der das besser kann. Lauf! 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 Oh nein! Wieso reicht das denn nicht? Mano! Der Schrecken ist noch kaputt. Von vorn. Lauf los, Kord ohne Hose. Ja! Es hat gereicht. Juhu! So, jetzt sind die Ranken weg. Yeah. In den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Mutter Göttin. Jetzt müssten wir das eigentlich weiter nach hinten schieben können. Schieb, 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 schieb. Mo, was wird denn hier offenbart? Akt.
Die Zwerge greifen den Dunkelwald. Und hier ist noch was. Vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund und Boden. Und was ist hier noch? Der Schrecken ist noch kaputt. Von vorn. Den Schrecken gefunden. Yeah. Ich glaube, das könnte eure Glanzrolle werden, wenn es euch gelingt, das Ding zu reparieren. Und was brauche ich dafür? Findet die beiden Speichen und repariert das Requisit. Gut. Dann finde ich mal die Speichen. Oh nein. Woher wusste ich das bloß? Aber gegen die Massen an Schergen, die ich euch entgegenschicke, könnt ihr halt nichts tun. Oh, was ist das noch? Ah, verstehe. Jetzt müssen wir das Ding eigentlich noch weiter nach hinten verschieben können. Ja, nehmt ihr mal die Gussform. Nein. So, und ihr verschiebt das Ding weiter nach hinten. Was für ein Morgenstern könnte das sein? Ihr könnt nun den Morgenstern des Verderbens schmieden. Yeah! Ich habe schon lange keine Waffe des Verderbens mehr gesehen. Ein Kraftschlag mit dieser Waffe lässt eure Gegner durch die Luft wirbeln. Hey, das klingt lustig. Naja. Wow, Schätze. Juhu, ich habe einen Speicher gefunden. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Was ist das? Oh mein Gott! Also das war mal kein leichter Gegner. Und da ist die zweite Speiche. Yay! Was für ein Vieh war das bloß? Sah aus wie der Tod mit komischen Hinterkörper. Der Schrecken ist noch kaputt. Von vorn. Ja, er ist doch gleich heile, beruhig dich. Euer Publikum wartet, dunkler Meister. Ja, Dum 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 dum. Einzug im Dunkel. Kann mir mal einer erklären, was das für eine schäbige Steuerung ist? Dritter Akt. Der Schrecken hält Einzug im Dunkelwald. Ich wusste, dass er hier nicht durch kann.
Nein. So. Ja. Verarschen. Der passt hier doch durch. Oh Mann, ey. Immer diese Kacke. Na ja, gut, im nächsten Video mehr. Bis dann.